Hi, hallo, da bin ich wieder. Ne? So, wir haben die ganze Etappe mit Kernspecht und 47 Jahre EWTO angefangen. Ne, die Etappe hat sich dann über die Charaktere Sadi Avci, Emil Bustepo und Victor Gutierrez gestreckt, bis wir jetzt langsam auf die Zielgerade kommen, ne? Mit dem letzten Mitglied des EWTO A-Teams, ja, Thomas Mannes. So, Thomas Mannes kam 1976 im Gründungsjahr der EWTO in Kontakt mit Kernspecht. So, ne? Aber pass auf, jetzt halte ich fest. Der konnte sich das Training nicht leisten. Der erste Kontakt aber mit Sifu Kernspecht war irgendwo im Herbst, Winter 1976. Dann musste ich erstmal ein bisschen arbeiten gehen, damit ich mir dann auch das leisten konnte. WT war teuer, oh. So, das Problem hat er dann gelöst und 77 hat er dann mit dem Training angefangen. So, und ich würde ja auch sagen, aber Kernspecht hat nur ein Jahr Vorsprung gehabt, ja, oh. So 1980 hat dann Kernspecht angefangen, so seine Elite aufzubauen, ne, um Sadi Avci, Emil Bustepe, Victor Gutierrez. Da war Thomas Mannes schon 3 Jahre im Rennen und war somit eigentlich Elite vor der Elite. So, jetzt ist Thomas Mannes eher so ein zurückhaltender Charakter, so, ne, der macht mehr als er redet, sage ich jetzt mal. Ne. So, und der hat sich auch gar nicht um so Aufmerksamkeit gerissen, so, der war ein Trainingsfreak, ne, und hat da halt sein Training durchgezogen in der Zeit, wo die anderen dann Schlagzeilen gemacht haben, sagen wir mal. Ne. So, der hat sich da auch immer mit guten Leuten umgeben, ne, Frank Ringeisen, und war auf so einem hohen Level, dass der einfach so mit alle trainiert hat. So, kam auch mit dieser Antibodenkampfnummer in Kontakt halt, ne, weil das Problem allgemein in der EWTO gehandelt werden musste. Ne, so, und da hat er sich fleißig hochtrainiert, dann ein Karrierehighlight 89, denn diese Budogala-Nummer auf der Pflaumenpfähle, so, ne, haben sich halt voll den Kung-Fu-Film gefahren und waren auch topfit, auch körperlich. Erstmals im Westen wird hier die Technik der klebenden Arme und Beine auf den sogenannten Pflaumenblütenpfählen gezeigt. Die Wing Chun-Meister Thomas Mannes und Frank Ringeisen zeigen diese Technik, welche unter anderem ein sehr hohes Balancegefühl erfordert. Da lief ja bereits die Wettkampf-Wing Chun-Diskussion. Planen Sie für die Zukunft auch sportliche Wettkämpfe und Meisterschaften? Auf jeden Fall. Wir wollen erstmal in den einzelnen Bundesgebieten kleine Meisterschaften und später internationale deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften schon machen. Wie wir bereits wissen, hat Kernspecht sich für den Kommerz entschieden, anstatt für die Leistung. Ne? Denn Leistungstraining bedeutet auch ganz viel Arbeit, ne? Obwohl diese Riesengeldmaschinerie schon am Laufen war. Ne? Geschickt versteht es der Meister auch, recht einträgliche Geschäfte mit seinem Können zu machen. Der Mercedes-Cabrio-Fahrer und stolze Ferrari-Besitzer will demnächst sogar einen Hubschrauberlandeplatz neben seinem Schloss bauen lassen. So, und Leistungstraining heißt auch, wir müssen mit negativen Ergebnissen umgehen, ne? Was aber wiederum den Unbesiegbarkeitsnimbus aus der Propaganda widerspricht, so, ne? Oh, really? Ja, der Unbesiegbarkeitsnimbus. Ne? Die haben gesagt, WT ist besser als Boxen, besser als Ringen, besser als Thai-Boxen, besser als alles. Ne? Alles hat keine Chance, alles ist schlecht. Ja. Einzig Wahre ist halt Wing Chun. Seinem 1987 erschienenen Buch vom Zweikampf, wo er ganze Kapitel darüber widmet, wie schlecht andere Kampfkünste sind. Beispielsweise hier. Reine Glückssache, weshalb herkömmliche Selbstverteidigungsmethoden nicht funktionieren können. Und dieses Versagen war keinesfalls auf das mangelnde persönliche Können, blablabla, sondern die benutzte Abwehrmethode war ungeeignet. Wow. Geschichten, dass man beispielsweise eine Kampfkunst mit 800 Techniken könnte man nicht lernen, erst nach 200 Jahren. Die untauglichen Mittel ist dann hier das nächste Kapitel. Beispielsweise hier dann auch schön ein eingehender Vergleich. Gravierende Unterschiede zwischen seinem System und herkömmlichen Systemen. Herkömmliche Stile sind nur Kampfsport, nur seines Long-Ting-System ist Kampfkunst. Bei den anderen brauchst du Kraft, bei seinem nicht. Mit der militärischer Massenunterricht, individueller Unterricht. Die anderen Stile sind nur Methoden, nur sein Wing Chun ist ein System. Keine echte Selbstverteidigungschance sind in den anderen, echte Selbstverteidigungschance. Unnötige Schnörkel, keine unnötige. Also im ganzen Buch, die Hälfte des Buches ist respektlos und herablassend allen anderen Kampfkünsten gegenüber, die er als ungenügend, ungeeignet und so weiter niedermacht, sich lustig macht über andere Kampfkünstler und Trainer.
So, jetzt haben die nicht nur einfach so in irgendwelchen Zeitschriften oder so irgendwie die anderen für doof erklärt, sondern haben auch Universities erobert, ne? Und haben da sogar sportwissenschaftlich ganz genau erklärt, warum die anderen doof sind, so, ne? So, und da kann der doch nicht jetzt mit Leistungstraining und sowas machen, ne? Weil das muss ja einen Anfang haben und am Anfang kassiert man eben. So, dazu hat Thomas Mann mal gesagt, weißt du, keiner verliert ewig, so, das muss man einfach machen, so. Das war auch sein Argument in der Diskussion, was kein Gehör gefunden hat bei Kernspricht, so, ne? Weil jetzt seht ihr, mit der Propaganda saßen die in der Zwickmühle, so, ne? So dass Kernspricht sich für den Kommerz entschieden hat. So dass das ketzerische Hintergrundgerät, das sprechähnliche Training durch Limregel-Cheeser ersetzt wurde, das ganze Programm in kleine Teile geschnipselt wurde, wo entschieden wurde, wer was kriegt, wer was nicht kriegt, und dann über die nächsten 15, 16 Jahre bis zum eigentlichen Meisterabschluss waffenlos Wing Chun. Und wenn es gut läuft, 30, 40, 5000 Euro aus der Tasche ziehen. Schäm dich, Lan! So, mit dieser Entscheidung waren diese ganzen Jungs mit Sicherheit nicht einverstanden. Also weder Afci noch Postepe oder Gutierrez oder Thomas Mannes so haben das gefeiert, so, ne, dass es dann jetzt doch keine Wettkämpfe gibt und doch keinen richtig Fighten und so. Wollte doch jeder eigentlich ein Real Bruce Lee sein und so, ne? So, aber jeder hat auch so seinen Preis, ne? Das hat die dann ruhig gestimmt, so. So, dass sie das dann auch alle mitgemacht haben, ne? So, man muss ja auch so sehen, ne? Durch dieses Benimmregel, Cheesau und sowas, so ist ja immer geklärt, wer der Boss ist und so. Das hieß ja auch für die Jungs Spaß, von Stadt zu Stadt reisen, so überall diese unterwürfigen Schüler wegknallen und so richtig Kohle machen, 9-11er fahren. So, und ich habe mal erwähnt, dass da Leute gab, ne, die mit Sicherheit ihren Abstand zu dieser Illusion halten konnten. Ja, und denen klar war, dass da noch einiges fehlt bis zum richtigen Kämpfen und so, ne. Und ich glaube, einer von diesen Leuten war Thomas Mannes. So, dann 93 kam die Karma-Backpfeife mit UFC, was Thomas Mannes mit Sicherheit so nachdenklich gestimmt hat, ne. I have a bad feeling about this. So, der ist dann zwar weiter marschiert, aber der hat sich clever im Hintergrund gehalten, ne? So, ne? Der hat sich jetzt nicht um diese ganze Aufmerksamkeit gerissen, ne? So dass auch diese ganzen politischen Skandale so einfach an dem vorbeigegangen sind, hier dieser Gracie Emil Postepe Clash. Oh Gott, ich kämpfe euch einen nach dem anderen hier. Dann 97 Afci Ausstieg. Dafür sollte ich dann Kniefall machen und das mache ich nicht. Die 2001 Emin Explosion direkt im Anschluss Sergio Videotape. Ja, dann 2006 diese Krimco MMA Kämpfe. Real Naked Choke, ganz schnelles Ende. So, dann hat er selber ein Highlight gehabt, 2007, mit einem Pro-7-Clip, einem Anti-Gewalt-Clip, so eine coole Sache. Viele helfen schon, wie Ulf G. Der Kampfsportmeister trainiert in seiner Freizeit arbeitslose Jugendliche und hilft so, Aggressionen abzubauen. Nehmen auch Sie mit einer eigenen Idee am Wettbewerb Start Social teil. Dann ist 2010 auch der Ausstieg von Victor Gutierrez so an dir vorbeigegangen. Ich hatte mein Ziel in letzter Zeit. Das war, dass Wing Chun vollkontaktfähig wird, dass Wing Chun sein Image wieder gewinnt als Kämpferstil. Und ich hatte das Gefühl, dass so eine Sparte innerhalb der WTO nötig wäre, aber habe nie das Gefühl gehabt, dass das wirklich auch zustande kommen würde. Der war immer noch treu, immer noch loyal, hat sich auch so ein bisschen was aufgebaut mit dem wilden Osten. Im Osten hat er viel Anklang gefunden, hat ein bisschen was in Dubai gemacht. So, ne? Ich glaube, in Dubai, das ist ganz, ganz schwer, so, weil da der Markt total vom BJJ, Grappling und MMA dominiert ist. So, wenn da der Scheich dann sagt, okay, guck mal, this is BJJ Fighter, what you can do with him? Ja, so, wenn du kannst da halt nicht abliefern, so, ne, dann ist das auch schwer, auf diesem Markt dann Fuß zu fassen. So, ja, wer weiß, das Sportwing schon könnte da vielleicht für die Zukunft Abhilfe schaffen, ne? Doch nichts wert für die Ewigkeit, und 2016 ist Thomas Mannes aus der EWTO ausgestiegen hier. Weil der Kernspricht so korrekt war, der war richtig korrekt, der Kernspricht hier, so, ne? Weil der dem das immer gedankt hat, dass er der Erste war, der da war und der Letzte, der dann gegangen ist, so, ne? Und Kernspricht ist richtig korrekt, ist der. Merci, dass es dich gibt. So, danach hat Thomas Mannes sein WT hoch 2 gemacht, ne? So, hat auch so eine schicke Schule in Saarbrücken, ne? Mit so chinesischen Schriftzeichen an den Fenster. So, ne? Ich glaube, der ist da auch ausgezogen, umgezogen, ne? Aber das sind so die Bilder, die ich dann im Kopf habe, ne?
So, dann 2017 habe ich dann angefangen, so ganz massiv Werbung für Sport Wing Chun zu pumpen auf Facebook in ganz vielen Gruppen. So, aber in dieser Zeit dann, ne, hatte Thomas Mannes das irgendwie auch bemerkt, so, ne, und so 2018 sind wir dann ein bisschen in Kontakt gekommen, haben ein bisschen geschrieben, so, ne, und irgendwas scheint ihm gefallen zu haben, so dass der uns dann im Defense Group Center in Wesseling besucht hat. Boah, war ein geiles Training, die Jungs waren fit wie Chicago Bulls, sie haben auf dem Court ihre Show abgerissen, so, ne, und Thomas Mannes und ich konnten uns so auf die Ledercouch direkt am Ring setzen, so, und auf dem großen Screen den Jungs so beim Training zugucken, so, ne, und da habe ich einiges an Informationen bekommen. Interessant, sehr interessant. So, in dem Gespräch hat er was gebracht, wo ich weiß nicht, ob den das ärgert, dass er das gemacht hat oder so, ja. Nein, doch. Ob das vielleicht politische Diskussion für den gegeben hat. Nein, doch. Aber der hat die WSA die Richtung bestimmt, kann man so sagen. Ne? So, denn damals habe ich die WSA deklariert, so, ich will ja auch nicht sagen, aber die Homepage ist immer noch so auf diesem alten Stand. Kämpf mit deinem Stil gegen MMA, ja, also mit deinem Wing Chun Stil gegen MMA. Ich habe versucht, Wing Chun Fighter zusammenzutrommeln und unser Competition Team zusammenzustellen und da dann auf MMA Veranstaltungen oder in Organisationen, GEMA war das damals, ne, um da dann mit diesem Team so zu starten, so, ne. Und da hat Thomas Mannes gefragt, ja, warum machst du das so Wing Chun gegen MMA? Und dann habe ich gesagt, ja, MMA ist halt der Leistungsmaßstab. So, dann hat er gesagt, ja, okay, aber warum denn nicht Wing Chun gegen Wing Chun? Egal ob WT, VT, WC, so Wing Chun gegen Wing Chun, so, das muss erstmal gemacht werden. So, und dann kristallisiert sich ja mit der Zeit heraus, wer von den Jungs dann so besser ist und so, ne. So, und dann über die Zeit entsteht auch sowas wie ein gewisses Niveau. So, und dann kann man da gucken, ob man dann die guten Leute dann zum MMA schickt, so drum. Damit hatte der eigentlich das programmiert, was wir jetzt durchziehen. So ist jetzt auch im Juli das erste WSA interne Trainingscamp für aktive Liga-Supporter und für die Coaches der zukünftigen Sportwing-Chun-Anlaufstellen angesetzt, zum dreitägigen Durchtrainieren und natürlich zum weiteren Ausarbeiten der Konzepte zu den Sportwing-Chun-Baimo-Championships, zur Promo-Production und zur Klärung der letzten Details für die ersten offenen Sportwing-Chun-Training-Camps ab Herbst 2023 in Göttingen. So, warum ist damals daraus nichts geworden? So, ne? Also wenn Begeisterung dann im nächsten Schritt zur Ablehnung führt, dann spekuliere ich auf politische Gründe. Ne? Also Thomas Mannes ist ein zurückhaltender Typ, der hat gar keinen Bock auf Stress und Diskussion mit irgendeinem. Schon gar nicht mit Daddy Kernspecht, weil Thomas Mannes, obwohl er raus aus der EWTO ist, dann aber auf dem WSA-Spannungstreffen fährt und sich dafür Meet and Greet bereit erklärt, das Ganze supportet und so. Ne, so dass ich mir das denn dadurch erkläre. Vielleicht war einfach die Zeit noch nicht reif, so, ne? Ich weiß nicht. Wie ist das heute, Bruder Thomas? Höher, schneller und weiter. Höher, schneller und weiter. Höher, schneller und weiter. Sowas kann abschließendes über Thomas Mannes jetzt gesagt werden. Deutsche Maschine. So, der marschiert seit über 40 Jahren, zieht sein Training dadurch, so, ne? Hat nie den Blick für die Realität verloren, ist sich also der Grenzen und Schwächen der EWTO durchaus bewusst, so, ne, und macht bis heute noch so übergreifendes Training, ne? Also der hatte mal einen Schüler schon vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre, der hat damals BJJ kennengelernt und war direkt weg hier, ne, und hat dann den realen Shit angefangen und der ist heute ein BJJ Black Belt und hat in Saarbrücken, in der Stadt, in der Thomas Mannes ansässig ist, auch ein BJJ Gym, wo Thomas Mannes dann auch mal so hier und da zum Training geht. So, der einzige Makel ist natürlich Non-Fighting Culture typisch und von der EWTO geerbt, ne, das unterwürfige Verhalten der Schüler, ne, das über sich ergehen lassen, das Abwarten, ne, und natürlich so das fehlende Sparen. Aber bei Thomas Mannes muss gesagt werden, der hat mehr als alle anderen gelernt. Der hat es bis zum 8. Praktikergrad geschafft. Das heißt, er hat dann auch mit Langstock und Doppelmesser romantiert. So, ne? So, und da muss man dazu sagen, Thomas Mannes kann zwar Eskrima, aber seitdem der mit dem Doppelmesser abgehen kann. Ne? So, also Thomas Mannes ist eine Adresse, könnt ihr hingehen. Und vielleicht wird dieses Video Thomas Mannes ein bisschen motivieren, ab eurer Wettkampfmaschine hochzuziehen und dann die WSA Championships aufzumischen. Oder?